Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute endlich mal wieder nach langer Zeit der Fortnite-Pause endlich mal wieder Fortnite-Content. Und zwar passend zur neuen Season werden wir natürlich hier den besten, als aber auch schönsten und bestaussehendste Duo Deutschlands, als aber auch international küren, wer als allererstes in Champ Race wieder nach vorne kommt. Das Preisgeld dieses Mal 1500 Euro. Wieder kein Sponsor drin, sondern nur der Creator-Code Amar. Vielen, vielen Dank für den Support an dieser Stelle. Und wir haben hier einige Teams vorbereitet, die innerhalb von fast 7 Stunden gegeneinander antreten werden. Und zwar Surgical Goblin mit Danny, Shusei mit Superkey, Finn mit Candy, ADN mit Eyedrop, Ermun mit Trabzon als türkisches Duo. Dann haben wir noch Fast Rookie und Kylie, Pink und Neps, auch Pink und Neps waren letztes Mal sehr stark mit dabei. Pizza4K und Adit, Ayabafa und Ardi als italienisches Duo. Dann haben wir noch Vedal und Noah. Ich hoffe, dass die Jungs heute hier richtig reinscheißen werden. Perfekt. Hycris und Phoenix, Hami und Hyphen und Robnitch und Hype. Wir haben ganz viele Duos dabei, die aus dem deutschsprachigen Raum sind. Einfach natürlich, um unserem Support hier zu zeigen, weil die meisten Leute sind eher aus dem deutschsprachigen Raum, die den Creator-Code Amar nutzen. Von daher, Kuss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Für alle, die das Format nicht kennen, es geht darum, wer am meisten Punkte nach einer gewissen Zeit hat. Und damit jagen wir uns doch ganz natürlich die ganzen Sweater aus unseren Lobbys. Normalerweise jeder würde sagen, okay, ey, genieß deinen Urlaub, mach dein Ding so. Aber ich bin natürlich auch hier für Content und nicht nur irgendwie, oh, wir gehen in den allerersten Fight. Ich hab ihn einfach gehalten. Warte mal. Wie lange habe ich jetzt kein Fortnite mehr gespielt? Seit wann sind die Splashies wieder drin, Chat? Ach, seit heute, okay. Das sind Chili-Sauf-Packs. Oh, schön gemacht jetzt hier von Fast Rookie. 25 HP nur noch. Da muss ich auf jeden Fall Minis gleich gönnen. Oh, Alter. Ey, stell dich mal vor, er wäre jetzt down gegangen. Der erste Fight, den wir sehen, er ist komplett down. Man wird schneller, aber wie lange wird man schneller, Chat? Also 20 HP plus Chili-Effekt. Green und Blue Life. Okay. Digga, dann ist das ja komplett OP, diese Chili. Oh, der Typ ist so verloren. Der war ja so krass. Ja, bewegt sich noch? Okay. Alter, er ist so gut aussehend. Wenn ich länger mache, mache ich länger. Wenn nicht, oh, er choked. Ja, okay, er ist der Beste, Digga. Nice. Amar, man braucht 8K. 8K, weil man Arena schwieriger machen soll. Chat is lost. Champ wurde höher gemacht. Adam? Sicher. Sicher. Bist du nüchtern? Klar, warum sollte ich nicht nüchtern sein? Ganz kurze Frage an euch alle. Findet ihr es gut oder schlecht, dass die Charge wieder drin ist? Also ich feiere das gar nicht. Ich feiere das echt gar nicht. Besser als Lever. Ja, aber das Ding ist halt, Chat, meiner Meinung nach, die beste Season bis jetzt, ne, was Waffenmeter angeht, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt oder nicht, ist, wenn nur die Pump da ist. Scheiß auf Tag, scheiß auf Leather, scheiß auf Charge, scheiß auf alles. Nur die normale Pump und Spaß halt. Stark. Allererster Win, den wir jetzt hier gerade sehen. 33 Kills? Okay, das ist gut. Ich hoffe, dein Erfolg geht noch weiter. Viel Spaß auf Mykonos. Man merkt, dass du es geschafft hast, wenn dir Mykonos, eine bekannte Porno-Darstellerin, dir eine seidenweiche Glatze schneidet. Über ihn direkt. Höh? Wo kommt der denn jetzt her? Ein neues Team ist hier, deswegen. Chili Splashies, ja. Das ist ja komplett crazy. Nice, schöner Kill. Die Moderatoren haben anscheinend herausgefunden, man braucht diese Season 8000 Arena-Punkte, um Champ zu kommen. 8000 Punkte, aber die Frage ist, queued man immer noch mit den 4000er Leuten, weil dann macht es ja gar keinen Sinn, oder nicht? Weil ob du jetzt dann mit Leuten queust, die 4000 Punkte haben oder ob sie 8000 Punkte haben, macht ja erstmal alles keinen Unterschied. Oh, er misst zweimal! Wir haben aus Deutschland die meisten Spieler, aus Österreich, Schweiz natürlich, wir haben aus Portugal, aus Polen, aus der Türkei, aus Dänemark, Italien, wir haben aus jedem Land gefühlt welche. Was macht der Bruder da? Das sind zwei Teams. Ich glaube, das sind zwei, ja. Oder das ist ein Duo, eines von beiden. Oder der Typ kann sich einfach an zwei, drei Leute aufteilen. Er ist so drin. Ja, stark. Ah, okay, das waren zwei. Digga, ich höre diesen kleinen Trabzon die ganze Zeit nur hören Peace und Max Damage. Das ist das Einzige, was er sagt. Ich glaube, er hat nichts anderes gesagt. Er dachte weiter. Oh, what? Starker Kill! Oh, oh. Ich glaube, das sind Pros, Chat. Doch nicht. Das sind keine Pros. Ich dachte gerade, das sind Pros, aber das sind absolute Versager. Ich habe hier, also ich krieg hier im Urlaub krieg gar nichts hin.
Ich krieg wirklich gar nichts hin. Ich habe mein Handy verloren, das ist kaputt. Nicht verloren, sondern ist einfach kaputt gegangen. Wo ich dann mit Shaden dort in den Pool reingesprungen bin. Das Handy ist komplett tot. Dann habe ich ein anderes Handy. Nice. Dann habe ich ein anderes Handy, was halt auch die ganze Zeit nicht richtig funktioniert. Dann habe ich dort keine Handynummern drauf und so. Das ist einfach alles extremer Müll. Bei jedem Champ Race war Kami mit dabei, Chat. Und bei jedem Champ Race wurde Kami, glaube ich, zweiter Platz. Dieses Mal. Und er hat immer die größte Ausdauer von allen. Wirklich. Wenn es jemanden gibt auf dieser Erde, der richtig ackert, der richtig arbeitet, auch mal mit zwei Händen, dann ist es Kami der Pole. Das machen die super. So, die sind auch gerade verdienterweise erster Platz. Ermun als türkischsprachiger Spieler auf der 2. Pink auf der 3 mit Naps. Dann haben wir Fly und Bobby, okay. Die sind auch Jungs, die sehr viel grinden. Bei denen will ich gleich mal eigentlich reinschauen. Hami auf der 5, sehr nice. Vedal und Noah sind gerade ein bisschen am reinkringen auf der 6. ADN auf der 7. Hen auf der 8, der spielt mit Void. Hat sich jetzt dafür entschieden. Mosh mit Kiko, die Portugiesen. Eya Bafo, Chusei. Das Ding ist halt, da ist alles noch so eng. Das ist gerade erst der Anfang. Versteht ihr das? Wir sind noch mindestens 6 Stunden dabei. I'm here, man. I'm here, man. What the fuck? Oh, I'm fine, for me. I'm Box on. Und 60. Oh, what? Dead? Hä? Habt ihr das gerade gesehen, Chat? Ey, das mit der Cone fand ich gerade sehr, sehr krass. Aber das kommt natürlich auch mit der Übung. Das ist so schlecht. Nice. Ich find's auch, Chat, findet ihr das gut, dass wir auch mal jetzt neuen Talenten, so wie zum Beispiel dem Fly, die Chance geben, mitzumachen? Und nicht sagen, nee, das ist einfach so ein Ding, was ich jetzt einfach so mache? Digga, was machen die da? Ah, er ist dead. Er ist auf jeden Fall dead. Er ist auf jeden Fall dead, Chat. Der Gegner ist dumm! Einfach stark, Chat. Genau das. Genau das. Er hat die ganze Zeit keine Mats und hat ihn komplett hops genommen. 2200 Punkte, damit müssten sie Erster sein gerade. Also, wollten wir die Punktevergabe in der Arena ändern, damit eine lohnenswerte Spielerfahrung für Spieler, die die Champion-Liga erreichen, gegeben ist. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist, Chat. Ich glaube, die meinen damit, wenn man Champion-Liga erreicht hat, nicht der Weg dahin ist der schwierige, sondern wenn du Champion-Liga erreicht hast, dass du dann nur gegen Sweater spielst. Dass das so mäßig wie Scrims sind. Aber wir gucken weiter. Wir haben einige Anpassungen am Erhalt von Hype basierend auf der aktuellen Division von Spielern durchgeführt. Eliminierungen sind nun wertvoller in niedrigen Divisionen. Und wir haben den Busfahrerpreis ab der Anwärterliga erhöht, damit es ein wenig schwieriger ist, in die Champion-Liga anzutreten. Ein weiteres neues Feature in der Arena-Season ist der Abstieg. Wenn der Busfahrerpreis den Hype um eine Division verringert, dann wird dies als aktuelle Division gezählt. Alter, endlich mal. Dickes, fettes GG, finde ich super. Zudem haben wir kleinere Änderungen zur Spielersuche gemacht. Sehr nice. Zu guter Letzt haben wir das Auffüllen in der standardmäßigen Battle Royale Modi in der Arena deaktiviert. Das Late Game wird weiterhin aufgefüllt. Amanaräum für immer Anwärter. Perfekt. Wettkampfsaison beginnt. Jeder von euch kann die neuen Gegenstände und Features... Ja. Ich halte nochmal einmal ganz kurz fest, wie ein Festhalterer. Die Leute von Epic Games haben... Die neue Season, also die brauchen die Preseason immer, diese 2 Wochen, bevor Arena auch zum Beispiel losgeht und so, damit die ganzen Leute nicht direkt loslegen mit Competitive, sondern dass die ganzen Leute loslegen mit, wir probieren das ganze Game mal aus und dann kommen erst Turniere. Also das heißt, wenn eine neue Season ist, wird immer erstmal 2 Wochen Preseason sein. Habe ich das richtig verstanden? Ich werde es zwar easy schaffen, aber verstehe Leute, die 8K zu viel finden. Ja, okay, das war ein weird Flex, aber ja, ich verstehe das auch. Das Ding ist halt natürlich, die Leute haben da ja auch keinen Bock drauf, ne? Dass die dann so reingrinden müssen, reinsweaten müssen, dies, das. 200. Vor allem, dass man doch in 2 Wochen schon Champ sein muss wegen FNCS, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast recht. Nice. Schöner Kill. Über 2000 Punkte, das heißt, die sind jetzt auch schon Division 5 angekommen, Chat. Warte mal. Digga, der Stream ist komplett laggy. Ihr habt gerade nach 4 Minuten gefühlt, nachdem ich gesagt habe, sagt mal 1 in den Chat, habt ihr erst 1 in den Chat geschrieben. Digga, der Stream ist komplett laggy. Was ist das denn jetzt bitte? Oh, sowas macht mich sauer, Chat. Sowas macht mich richtig sauer. Wisst ihr warum? Weil ich dafür nichts kann. Ich sorge dafür, dass hier alles komplett geil aufgebaut ist, dass ich sogar aus dem Urlaub raus streamen kann, dass die Internetleitung stimmt, alles Mögliche, ja? Ich nehme mein ganzes Setup mit, zahle dafür mehrere 100 Euro mehr, nur damit ich mein ganzes Setup mitnehmen kann. Und dann leckt es einfach und ich sehe den roten Balken die ganze Zeit. Ich bin gerade ein bisschen sehr gebrochen.